mit einem neuen Video für euch und wie angekündigt, wie versprochen, die Papo-Neuheit Acrocanthosaurus aus dem Jahre 2017. Ein faszinierendes Modell und wie ich in meinem Unboxing schon sagte, zeigt so ein bisschen das Farbschema vom 2016er Running T-Rex. Auch in dieser Färbung. Das Segel, das glänzt ein bisschen, aber hier unten der Rest und so weiter, das eher weniger. Eher da, wo er so ein bisschen bunt ist, da kann er schon mal ein bisschen glänzen. Oder teilweise je nach Lichteinfall auch recht stark. Aber ich finde, das ist noch akzeptabel. Ich habe zudem auch schon Kommentare gelesen. Das Farbschema sei nicht so schön, also manche einem gefällt es, manche einem nicht, aber das sei jedem selbst überlassen. Zur Not kann man den immer noch repainten, wenn man ein Händchen dafür hat. Ja, aber kommen wir jetzt zum Modell selbst. Also ich finde, Papo übertrifft sich Jahr für Jahr immer wieder neu mit seinen Figuren in außergewöhnlichen Posen, in außergewöhnlichen Darstellungen. Und so weiter und so weiter. So sieht er also aus, der Acrocanthosaurus in naher Ansicht. Beginnend wie immer mit dem Kopf. Und hier wird als erstes deutlich, er hat ein zweifarbiges Auge mit einer gelben Iris. Die Pupille selber ist auch nochmal rot umrahmt und dann eine winzig kleine, kaum ausmachbare schwarze Pupille da drin. Und was er mit dem Safari T-Rex gemeinsam hat, auch er hat hier so eine Narbe auf dem Lefzen und auch hier so ein bisschen. Ja, also das finde ich besonders toll, wenn die Hersteller auch noch so feine Details wie etwa Narben, also Spuren des Lebens, des Kampfes, des Überlebenskampfes mit in die Figuren einbauen und dem Ganzen somit noch einen Charakter geben. Wirklich ganz fantastisch, auch das Design des Schädels überhaupt ist wirklich sehr, sehr schön, sehr markant. Ein schöner, schlanker Schädel, wie man hier in dieser Einstellung sehr schön sehen kann. Wunderschön. Die Augen hätten vielleicht bei diesem Modell etwas besser platziert sein können. Also traumhaft schön und bei diesen Neulingen wurden auch Details hinzugefügt, die ich bei anderen Modellen aus der Papo-Reihe oder überhaupt aus dem Papo-Dinosaurier-Sortiment so noch nicht gesehen habe. Und das wird besonders deutlich, wenn ich einfach mal das Maul vom Acrocantho hier öffne und wir mal einen Blick in den Rachen werfen. Diesem Modell hier wurde zum Beispiel ein Schlund verpasst. Ja, das sieht man hinten im Rachen. Das habe ich so bei anderen Modellen auch noch nicht gesehen. Also das ist wirklich absolut verblüffend. Papo achtet da scheinbar Jahr für Jahr auf immer mehr Details bei seinen Figuren und behält andere Dinge bei. Ja, aber hier mal so einen Schlund zu kreieren bei einer Figur, das ist mal wirklich was Neues. Ja, das ist mal echt ausgefallen. Wirklich fantastisch. Und auch hier der Gaumen ist wieder fantastisch gemacht. Aber das kennen wir ja schon von Papo. Hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis. Auch bei diesem Modell sind die Zähne wieder individuell gestaltet, also unterschiedlich lang und schön designt, muss ich sagen. Das ist nicht so wie bei den Schleichmodellen, wo sie alle eine Länge haben und scheinbar nur ein paar Kerben dazwischen gesetzt wurden und fertig. Die ganze Beschuppung hier im Gesicht ist einfach mal wieder göttlich. Schauen wir uns doch mal den Kopf von oben an. Ein herrlich schlanker Schädel mit wunderschönen Verzierungen, knöchernen Verzierungen hier auf dem Kopf. Schmale Nüstern hat er hier. Wirklich sehr, sehr schön. Nochmal die andere Seite. Also das ist doch wirklich überzeugend, oder? Das ist doch wirklich überzeugend. So ein schönes Modell. Also ich bin wirklich begeistert. So, kommen wir weiter zum Hals. Auch hier zeigt er wieder so ein paar schöne Osteoderme, die auch wieder sehr, sehr gut gemacht sind an sich und wie sie hier schon hier in der Haut stecken. Also wirklich fantastisch. Wirklich verblüffend. Dann geht's weiter. Immer der Rückenkamm und der Körper. Also es ist fantastisch. Die Beschuppung hält sich hier bei diesem Modell eher noch in Grenzen. Es ist eher so, dass bei ihm eine ledrige Haut gezeigt wird. Nur an gewissen Stellen zeigt er so eine Beschuppung, wie etwa hier an den Beinen und an den Füßen. Das ist wirklich sagenhaft. Drehen wir mal so ein bisschen. Noch mal besonders deutlich. Ist es nicht fantastisch? Was für ein Modell. Sagenhaft. Schöner Rückenkamm.
dem Modell glänzt es doch ein bisschen. Das war mir beim Unboxing noch nicht so aufgefallen. Doch jetzt hier, wo das Licht etwas stärker einfällt, kann man schon etwas deutlicher sehen. Und wie gesagt, je nach Lichteinfall glänzt es mal mehr und mal weniger. Aber das bezieht sich wirklich nur auf diesen Bereich hier, das Rückensegel und so weiter. Ja, nochmal der Körper. Wirklich sehr, sehr schön. Der Hals nochmal von der anderen Seite. Raffiniert finde ich auch hier, dass diese kleinen Osteoderme hier, die auf der Haut sitzen, überall am Körper auch nochmal so ein bisschen mit Akzenten versehen wurden. Also überall so kleine weiße Punkte drauf. Das ist schon sehr schön. Wirklich fantastisch. Hier sehen wir zum Beispiel mal eine Handinnenfläche. Und auch hier sieht man mal wieder, wie unglaublich detailreich Paro hier mal wieder vorgegangen ist. Und wie der liebe Rupi es schon in seinen Videos erwähnt hat, diese Figuren sind sicherlich nicht mehr per Menschenhand kreiert. In so einem feinen Maßstab kann man das doch eigentlich gar nicht mehr hinbekommen, sondern eher am PC designt und dann als 3D-Druck ein Prototyp gemacht. Und dann ist das Ganze in Serie gegangen. So könnte ich mir das vorstellen. Wirklich wunderschön. Das ist dann nochmal die Handinnenfläche der rechten Hand. Auch sehr schön. Übrigens, dieses Modell ist ein Tripod. Hier stützt er sich drauf ab. Das erklärt auch, warum der Finger so ein bisschen gebogen ist. Da haben wir dann nochmal die Hand links. Sind diese Details nicht fantastisch? Nochmal der andere Fuß. Wahnsinn. Unglaublich. Kommen wir zu den Abmessungen. Dieses Modell ist 29 cm lang und ca. 15 cm hoch an der höchsten Stelle und kann größentechnisch mit dem Baryonyx aus dem letzten Jahr konkurrieren. Schauen wir uns das Modell nochmal von der Unterseite an. Also hier wird ein fantastisch ausgearbeiteter Unterkiefer sichtbar und hier auch nochmal ein paar Osteoderme zu sehen. Hier unten, ne, so eine Art Wamme am Hals hat er hier. Eine schöne kräftige Brust, ein kugeliges Bäuchlein, ohne dabei aber fett zu wirken. Da ist es schon etwas mehr beschuppt. Hier sticht das Darmbein so ein bisschen durch. Weiter geht's. Eine Kloake oder so kann ich hier nicht ausmachen. Das ist dann nochmal die Unterseite des Schwanzes. Die Fußunterseiten sind bei dem Modell eher schlicht. Also nicht so raffiniert ausgearbeitet wie zum Beispiel beim Running T-Rex. Eine schöne Afterklaue sieht man hier. So sieht er dann einmal komplett von hinten aus. So einmal direkt von vorn, die Rückenansicht und einmal die Ansicht von unten. Und wie bei allen Paro-Modellen üblich, der Unterkiefer ist beweglich. Soweit lässt er sich maximal öffnen. Ein sehr beeindruckendes Exemplar. Und ich denke, ich brauche es nicht extra erwähnen. Klare Kaufempfehlung natürlich. Tja, ihr Lieben, das soll es im Prinzip auch gewesen sein. Das war das Review zum neuen Acrocanthosaurus von Paro aus der 2017er Reihe. Ein richtiges Prachtexemplar, wie man unschwer erkennen kann. Über das Farbschema kann man sich streiten. Ich finde es okay, ich finde es gut. Ja, und zur Not holt man sich ein zweites Modell oder wenn einem das absolut nicht gefällt, dann lässt man es repainten oder repaintet es eventuell selber. Das Modell selber ist ja traumhaft schön, ist ja wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber man kennt es ja mittlerweile schon nicht anders von Paro. Und hey ihr Lieben, heute Abend wird es ein weiteres Video geben. Ja, heute gibt es mal zwei, denn ich muss euch die Paro-Neulinge unbedingt noch heute zeigen. Also seid gespannt, heute Abend folgt dann der Ceratosaurus. Den muss ich euch heute auch noch zeigen. Und bis dann ihr Lieben, seid gespannt, bleibt neugierig. Und bis dann, wenn es wieder heißt Review-Time, Unboxing-Time, was auch immer, Time bei Katrin. Bye!